Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Big Ambitions. Ja, wir haben jetzt den Auftrag letztes Mal gegeben für das Büro. Und ich werde jetzt einfach... wir gehen heute nochmal ins Gym, würde ich sagen. War das das Gym? Nee, Gym war... Wo war das Gym? Warte mal. Wir wohnen hier. Das war das Gym. Was? Meine Forderung für Computerbücher wurde nicht erfüllt. Steve Schott hat versprochen, auf alles einzugehen, wenn ich für sie arbeite. Ich werde 72 Stunden lang warten. Donald Picaro. Wart erstmal bis morgen. Du kriegst jetzt von mir einen. Du kriegst von mir keinen Bonus, mein Freund. Kriegst von mir keinen Bonus. Du hast dich beschwert und einen blöden Bildschirm. Naja, okay. Aber wichtig. Rausschmeißen, neuen einladen. Aber der ist 100% programmiert. Das ist halt wieder. Achso, fuck, genau. Ich wollte die Musik tauschen letztes Mal. Ah, geh wieder raus. Let me go out. Wir haben 3,1 Millionen auf dem Konto. 3,1 Mille. Was machen wir mit 1,3 Mille? Ich bin ja eigentlich irgendwie dafür, noch irgendwo eine Firma aufzukaufen. Um dann sozusagen den Teil wieder weiter zu promoten. Wir sind jetzt an einem relativ, denke ich mal, gediegenen Ding. Ich muss mich vielleicht nochmal mit dem ganzen Punkt auseinandersetzen, wie ich noch mehr Umsatz schmeiße, weil irgendwie kapiere ich das teilweise, glaube ich, nicht so ganz. So, ich nehme ein bisschen frische Lebensmittel jetzt auf den Weg mit, mal die 81 Euro da. Aber ganz ehrlich, ich bin teilweise ein bisschen verwirrt, warum jetzt zum Beispiel der Saturn so extrem gut läuft. Aber wahrscheinlich ist die Demand einfach so hoch gewesen. Vielleicht müsste ich mehr auf Demand achten und nicht einfach Sachen kaufen. Aber das macht halt Spaß, einfach Leute das Zeug wegzukaufen. Und wir haben relativ viel, denke ich, geschafft eigentlich. Was man jetzt machen könnte, schauen wir doch mal in den Google Maps. Wir haben ja den Computerladen hier noch im Businessman öffnen. Der ist 2,6 Millionen wert. Wir bieten mal 2,7. Obwohl, es ist... Lohnt sich das? Wir sind Platz 4. Wir sinken aber gerade irgendwie wieder massiv. Der Unimarket macht uns am wenigsten. Der Elektronikladen Saturn West ist... Von der Preisgestaltung her... Schlimm, okay. Schauen wir mal, ob wir da noch was machen können. Ich weiß gar nicht, für wie viel wir die einkaufen. Schau mal, wir gehen auf 3,30 runter. Wir machen die niedrigsten Angebote. 3,15. Die niedrigsten haben wir für 7,50 verkauft. Wir machen 7,50 draus. Schauen wir mal, ob wir damit besseren Umsatz kriegen können. Und euch habe ich mit... Verkauf mit 170. 160? 130. 145. So. Schauen wir, ob das vielleicht besser läuft. Wir werden gleich mal schlafen gehen. Unsere Energy auffüllen. Weil dann müsste auch hier der... Umbau fertig sein. Kingdom Office hat angerufen. Ah ja, stimmt, warte mal. Oh, nice and clean. Kühlschrank, Getränkedosen. Da sind keine Getränkedosen mehr drin. Ich muss eventuell... Also die Installation für das Gebäude ist abgeschlossen. Vielen Dank für Ihre... Dass Sie meine unsere Dienste genutzt haben. Aber wir haben wahrscheinlich das in der Nacht gezahlt. Wir müssen jetzt natürlich kurz mal im Businessman unter Nice and Clean Zeitplan. Why?
Warum? Ey, warte mal. Das ergibt immer so absolut null Sinn. Was ist denn das für eine komische Kombi? Man macht hinten jeweils Leute, die 2 Stunden reinkommen und hä? Schau, wir machen jetzt erstmal ganz anders. Erstens, wir machen mal die Zeit, wir fangen von 7 bis 12 an. Dann machen wir eine zweite Öffnungszeit, die geht von 13 bis 18 Uhr. So. Janine Müller arbeitet in beiden Fällen für das Unternehmen und hat dann 50 Stunden bis Vollzeit. Richtig. Richtig. Und das Ganze können wir mit den anderen auch machen. Jeder kriegt seinen blöden Arbeitsplatz. Ich weiß nicht, warum er das so komisch machen wollte jetzt gerade. So. Das dauert jetzt natürlich wieder seine Zeit, weil... So. Rüber damit, aufziehen. Das ist dumm. Dumm, diebel, dumm, dumm. So. Also ich muss die ganzen wieder händisch zuweisen, weil das Ding... Also das automatisch auffüllen verstehe ich noch nicht so ganz, auf was der da immer hinaus will, weil irgendwie passt das nie. So, Rebecca. Rebecca! Hab was für dich. So, noch einmal hier. Schauen wir mal durch. Du weißt noch. Computerbildschirm, Standardkühlschrank. Der große Besprechungstisch ist natürlich weg. Wie viel Mitarbeiter? Alter. Nein, nein, nein. Da kann ich lang dran sitzen. Wenn ich dich so mache, wird es automatisch die Mittagspause abgezogen? Nee, ne? Warum ist denn das so? Das automatisch befüllen verstehe ich nicht. Jetzt muss ich wirklich jeden wieder per Hand in diesen blöden Laden reinziehen. Um das zuweisen zu können. Dass man einfach nicht sagen kann, alles befüllen, ja. Er hat es sehr komisch gemacht. Ich muss es, glaube ich, nicht immer verstehen, oder? Joshua Brown, Jamie Lee Talent, auch dich. Also sind fast doch, glaube ich. Wir sind gleich fast doch. Ich glaube, eine Ladung Computerbildschirme wäre gar nicht schlecht, weil es gibt echt viele, die einen zweiten Computer Wasserkühler wieder haben. Ja, den können wir auch noch besorgen, das wird jetzt kein Problem sein. So, wir machen wieder dieselbe Taktik. Ich glaube, damit fährt man am schnellsten. Was gut ist, dass du den die Front ausrichten kannst und da wirklich dann noch alles, oder das alt angelegt ist in dem Fall. Damit kann ich das einfach sehr simpel, schnell machen. Nope. Patrick Stacy kommt hier hin. Paul kommt hier hin. Michael hier hin. Und Joseph ist hier hin. Zack. 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 Und zack. Das müssten jetzt alle Mitarbeiter sein. Gut. Nice and clean is ready. Ah, Frühstück hätte ich essen sollen, ne? Das hat mich jetzt gerade irgendwie ein bisschen fertig gemacht, dass ich das so extrem machen musste. Schau, wir nehmen mal schnell dieses Taxi hier. Du fährst mich schnell mal wieder hier runter. Ich brauche einen Wagen. Und suche mir schnell eine Packung Getränkedosen. Für jeden Getränk nice and clean.
So. Stopp, du kannst gleich stehen bleiben, mein Freund. Du fährst mich gleich zu Nice and Clean. So. Moinsen, ich hoffe, das neue Büro gefällt euch. Es ist niegelnagelneu eingerichtet. Zwar keine Laptops mehr, keine teuren, aber dafür Kühlschränke, Getränke-Dinger. Und jeder Raum kriegt gratis Getränke. Aber ihr wollt wahrscheinlich wieder einen Platz für den großen Besprechungstisch haben. Vielleicht sollten wir die Stühle hier versetzen. Wie so eine Waiting Area. Kann ich dich hier... Sagen wir mal zum Beispiel hier so eine Sitting Area. Da hinten auch. So, dann kann man nicht da den Besprechungstisch hinsetzen. So, und da kann ich doch... Kann ich das für Telefon machen? Sehe ich, wer hier arbeitet. Weil das ist zum Beispiel so eine Sache. Wo zur Hölle weiß ich, wer wo sitzt? Er hat hier zum Beispiel ein Grafiktablet mit Bildschirm. Das haben hier aber lustige viele. Das haben hier relativ viele. So, aber ich kann doch bestimmt unter Telefon. 1,8 Millionen die Kontakte. Kingdom Office, Geschäft für Ladeneinrichtung, Innenausbau, Geschäft für Bürobedarf, hier Bürobedarf anrufen. Nice and clean. Ich bräuchte bitte ein paar Computerbildschirme. Schick mir mal so. 4 sollten fürs erste reichen. Schick mir 6. Schick mir einen großen Besprechungstisch. Ein Kühlschrank, wenn du hast. Einen Wasserkühler wollten es, glaube ich, noch haben. Einen Kühlschrank hast du gar nicht. Okay. Dann nehme ich noch. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Die Standardbürostühle hier. Und nehme davon mal 8 Stück. Bestellen. 10.000. Das sollte ganz gut klappen eigentlich. Gut, gut. Am Samstag wird es geliefert. Da hat das Ding eh zu. Gut, gut, gut. Müsste nicht heute auch. Da kann es vielleicht mal ein Taxi hinfahren. Du triffst relativ wenig Taxis hier unten an. Aber hier unten war irgendwo ein Steg. Und ich bin mir nicht ganz sicher, welcher Steg das war. Fahr mich mal hier unten hin. Aber es kann sein, dass es der Steg hier hinten war. Irgendwo kann man gamblen gehen. Ein Tickethäuschen. Casino-Bootsticket kostet 5.000. Tickets für das Casino-Schiff können nur freitags von 18 bis 22 Uhr gekauft werden. Für die Stunde können wir doch warten, oder? Ab ins Casino. Aber Leute, ich würde sagen, das ist ein geiler Cliffhanger. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir aufs Casino-Schiff gehen. Also, bis dann. Ciao.